Der Autoknips ist ein kleines, tragbares Gerät, das ursprünglich entwickelt wurde, um die Kamera auszulösen, ohne dass der Fotograf selbst den Auslöser betätigen musste. Das Gerät wird an die Kamera angeschlossen und verfügt über einen kleinen mechanischen Arm, der den Auslöser der Kamera betätigt, sobald er berührt wird. Die Begriffe Fernauslöser und Selbstauslöser werden nicht selten verwechselt. Der Unterschied beider Systeme liegt im Zeitpunkt der Auslösung, während ein Fernauslöser es dem Fotografen erlaubt, die Kamera selbst im gewünschten Moment auszulösen, hat man bei einem Selbstauslöser diese Funktion an das Gerät abgegeben. Die Idee zum Autoknips wurde vom Hamburger Fotografen Frido Wiesenhavern und dem Techniker Heinrich Klapproth unter dem Namen FW Autoknips im Jahre 1909 umgesetzt. Mit zunehmender Konkurrenz aus Europa und Übersee im Nacken, entwickelte Klapproth zahlreiche weitere Modelle des Autoknips. Die Geräte waren sehr beliebt bei Amateurfotografen und blieben bis in die 1970er Jahre ein gängiges Zubehör für Kameras. Heutzutage ist es undenkbar, eine Kamera zu besitzen, die über keinen integrierten Selbstauslöser verfügt. Heute ist der Autoknips ein beliebtes Sammlerstück oder wird als nostalgisches Gerät in der Szene der modernen Analogfotografie geschätzt.